Servus und willkommen zu den PCGH News. Wir haben heute wieder eine bunte Mischung für euch. Ein Student hat einen funktionsfähigen Chip mit 1200 Transistoren in seiner Garage gebaut. Crysis 4 wurde wie aus dem Nichts geleakt und Mystery Boxen mit zufällig verteilten Grafikkarten werden für ca. 100 US-Dollar auf dem japanischen Amazon verkauft. Auf der chinesischen Plattform Bilibili hat Crytek in einem Neujahrspost für das Jahr des Tigers nicht nur gute Wünsche geäußert, sondern auch eine Art Comeback geleakt. Darin heißt es, das Crysis 4-Projekt ist bestätigt und ein neues Nano-Schlachtfeld wird eröffnet. Wer dem Account Crytek Official folgt, bekommt Updates zu weiteren Neuigkeiten. Zu sehen ist der zerstörte Helm eines Nanosuits. Erinnerungen an Star Wars werden wach. Dieser Screenshot ist nicht mehr verfügbar. Die Kanäle von Crytek und Crysis waren still und es gab Verweise auf offene Positionen im Concept-Art-Bereich. Mittlerweile hat Crytek aber auch offiziell Crysis 4 angekündigt. Es handelt sich um einen Arbeitstitel. Das Spiel sei laut Blog noch in einem frühen Entwicklungsstand. Bestätigt dürfen hiermit Next-Gen-Plattformen, also PC, PS5 und Xbox Series S, X sein. Eine schnelle Veröffentlichung sollte man damit nicht erwarten. Hier einige Zitate aus der Ankündigung. Im Moment befindet sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass es noch eine Weile dauern wird, aber wir wollen euch die Neuigkeiten zu diesem Zeitpunkt mitteilen, weil wir so begeistert von der Zukunft sind. Und um euch wissen zu lassen, dass wir auf unsere Community hören werden. Würdet ihr euch über Crysis 4 freuen? Zu Zeiten des Chipmangels und der innerlichen Verzweiflung, jemals ein Pixelbeschleuniger-Upgrade zu ergattern, könnte man bei diesem Angebot in Form von Grafikkarten-Roulette vielleicht schwach werden. Das japanische Amazon bietet Lootboxen mit Grafikkarten von Nvidia und AMD. Man zockt zwar ordentlich beim Kauf der umgerechnet 100 bis 125 Dollar Boxen, aber was hat man schon zu verlieren? Im seltenen, aber besten Fall bekommt man eine High-End-Grafikkarte wie eine RTX 3090 oder RX 6900. Im häufigen Worst Case eher ein gebrauchtes älteres Modell. Das Thema rund um die Mystery Boxen mit der geringen Chance auf eine High-End-Grafikkarte hat in den vergangenen Tagen auf jeden Fall reichlich Aufsehen erregt. Deswegen haben wir für euch nachgeschaut, wie es derzeit um das Angebot auf Amazon Japan steht und ob Neuigkeiten festzustellen sind. Am Status der Verfügbarkeit hat sich nach wie vor nichts verändert. Es ist also nicht bekannt, wann es wieder eine Mystery Box zu kaufen gibt. Auch die brauchbaren Erfahrungsberichte bleiben weiterhin aus. 3 Bewertungen wurden bislang für das Angebot abgegeben. Einmal 1 Stern und zweimal 3 Sterne. Damit liegt die Bewertung bei 2,2 von 5 Sternen. Große Begeisterung scheint bei den bisherigen Käufern also nicht zu herrschen. Vielleicht war aber auch einfach die Glücksfee noch nicht fleißig. Die dort angebotenen Mystery-Boxen sollen real sein und eine Vielzahl älterer und moderner Grafikkarten von Nvidia und AMD enthalten. Was man letztlich aus einer Box erhält, hänge vom Glück des Käufers ab. Zur Veranschaulichung der Wahrscheinlichkeiten ist dem Angebot eine Abbildung mit einer Aufschlüsselung beigefügt. Am unwahrscheinlichsten ist es, an eine Grafikkarte aus der GeForce 30er oder Radeon RX 6000er Reihe zu ergattern. Nur in 2% der Fälle scheint dies einzutreten. Eine Wahrscheinlichkeit von 4% gilt für GeForce 20er und Radeon RX 5000er Karten, 8% bei GeForce 10er und Radeon RX 500er Karten sowie 16% bei Grafikkarten der GeForce 900er und Radeon RX 300er Serie. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% kommt man an eine noch ältere und teilweise auch gebrauchte Grafikkarte, was den Käufern am häufigsten blühen wird. Wer ein glückliches Händchen beweist und in der Mystery Box mindestens eine GeForce 10er bzw. Radeon RX 500er Grafikkarte vorfindet, für den hat sich das Ganze auch finanziell ausgezahlt, da selbst 3 bis 4 Jahre alte GPUs wieder einen Preisanstieg erfahren haben sollen. Jedoch ist eine Rücknahme der Grafikkarte ausgeschlossen, da es sich um ein spezielles Produkt handele. Die Mystery Box mit Grafikkarten ist derzeit bei Amazon Japan nicht verfügbar. Unklar ist, ob der Bestand wieder aufgefüllt wird und wie die Erfahrungen der Käufer sind, da es noch keine brauchbaren Bewertungen gibt. Die Chance auf eine moderne High-End-Grafikkarte für ca. 100 US-Dollar, so gering sie auch sein mag, gibt es jedenfalls nicht alle Tage. Gerade einmal knapp 50 Kilometer von den Bell Laboratories entfernt, in denen 1947 der erste Transistor der Welt gefertigt wurde, hat der 22-jährige Student Sem Selov in der Garage seiner Eltern seinen bisher zweiten eigenen Chip mit 1200 Transistoren selbst entwickelt und belichtet. Der erste Chip, den Selov Z1 nannte, verfügte über 6 Transistoren und wurde in 1751 Mikrometer gefertigt und war eine Art Testlauf. Die zweite Generation der Z2 ist dagegen weitaus komplexer, mit 100 Transistoren in einem 300-Nanometer-Verfahren, also 0,3 Mikrometer. Für die Anfertigung der Chips hat Selov einiges an Equipment und Programmen zweckentfremdet. So entwarf er das Design für den Z1 und den Z2 mit Adobe Photoshop. Auch werden die einzelnen Teile mit Fotolack beschichtet und mittels einer Campingherdplatte getrocknet. Die Vorrichtung zur Rotationsbeschichtung ist von Sem Selov ebenfalls selbst entwickelt und gebaut worden. Um den Chip zu belichten, hat der Student einfach einen DLP-Projektor zu einem Lithografiestepper umfunktioniert. Die Faustregel, nach der sich die Komplexität integrierter Schaltkreise ungefähr alle 2 Jahre verdoppelt, gilt scheinbar nicht für Sem Selov.
In einem Interview mit Wired.com sagt der 22-Jährige scherzhaft, dass seine Chips zwar meilenweit hinter denen von Intel hinterherhängen, er aber immerhin deutlich schnelleren Progress macht, als es damals üblich war. Sein nächstes Projekt soll in etwa der Größenordnung der Intel 4004-Chips entsprechen, der 1971 dem ersten kommerziellen Mikroprozessor entsprach und zum Beispiel in Taschenrechnern eingesetzt wurde. Um das zu schaffen, arbeitet Sam Seeloff seit Dezember an einem Schaltungsdesign, welches einfache Additionen durchführen kann. Da Low-Quality-Gaming ja leider aus Chipmangelgründen ein Thema ist, erwähne ich an dieser Stelle Phils Artikel auf unserer Webseite. Den verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung. Phil hat sich die berüchtigte RX 6500 XT mal zur Brust genommen und mal auf Herz und Nieren überprüft. Zwei seiner Benchmarks zeigen wir euch als Schmankerl hier. Bei Forza Horizon 5 merkt man recht deutlich, dass das Spiel hauptsächlich für eine neue Generation Hardware ausgelegt wurde. Zwar ist das Spiel selbst mit Ultra-Details nicht außergewöhnlich anspruchsvoll, doch erstens ist die Ultra-Einstellung nicht die maximal grafische Pracht, zum anderen verlangt Forza Horizon 5 mit Ultra-Preset bereits in Full HD noch 8 GB Grafikspeicher. Spielen wir in Full HD mit RTX 2060 oder GTX 1060, so setzt das Streaming spätestens beim flotten Heizen über weite Teile der Landschaft hin und wieder aus. Forza Horizon 6 bombardiert uns währenddessen mit Speicherwarnhinweisen. Um 4 GB GPUs nicht zu überfordern, müssen die Details recht drastisch verringert werden. Es reicht etwa nicht, Texturen und Schatten zu reduzieren, auch das Level of Detail, die Fahrzeugreflexionen, die Bodendetails und Effekte müssen abgesenkt werden. Dies trifft insbesondere für die RX 6500 XT zu, deren langsame PCI-Einbindung beim Überlauf des Grafikspeichers halbwegs geschwindes Auslagern unterbindet. Gut sichtbar ist letzterer Umstand, wenn ihr die Benchmark-Werte von RX 6500 XT und RX 570 4G vergleicht. Dass solch große Einschnitte bei der Optik aufgrund des schmalen Speichers und dessen kompromittierte Anbindung nötig sind, ist ärgerlich, denn im Prinzip hätte die RX 6500 XT genügend Power für die hohe Detailstufe. Allein der Speicher macht dem einen Strich durch die Rechnung. Ist das Nadelöhr Speicherausstattung durch Detailverzicht weitestgehend gezielt getroffen, zeichnet die kleine Einsteiger Radeon durchaus flotte Bildraten auf dem Bildschirm und kann die abgehangene Mittelklasse GPUs RX 570 mit 4 GB und GTX 1060 mit 6 GB tatsächlich oft relativ deutlich schlagen. Das kommt überraschend. Die PC-Version des stimmungsvoll inszenierten Action-Adventures um den grimmigen Anti-Helden Kratos hat einige grafische Aufwertungen erhalten. Mit maximierten Einstellungen erhaltet ihr feinere Texturen, verbesserte Effekte und Spiegelungen, zusätzliche und schärfere Schatten und sichtbar aufgewertete volumetrische Effekte. Die Kosten für diese grafischen Erweiterungen sind allerdings recht hoch. Selbst aktuelle und potente Pixelschubser büßen teils empfindlich Leistung ein. Gravierender als die durch gestiegene Grafiklast einbrechende Performance ist bei 4 GB GPUs allerdings durch die PC-Schmankerl deutlich gestiegener Bedarf nach Grafikspeicher. Insbesondere Partikeleffekte, die in God of War aus mehreren hochauflösenden Texturschichten bestehen und obendrein für den Grafikspeicher belastende Transparenzeffekte nutzen, lassen bei Verwendung des Ultra-Presets bei 4 GB GPUs die Bildraten purzeln. Durch ihre Speicheranbindung und die eingeschränkte PCIe-Schnittstelle kompromittierte RX 6500 XT ist von diesem Umstand sogar deutlich schwerer betroffen als die altehrwürdige RX 570. Schalten wir die Details allerdings auf das Original-Preset, also von den PlayStation-Fassungen genutzten Grafikqualitäten, erzielt insbesondere die RX 6500 XT prinzipiell sehr gute Bildraten. Bei dem stark auf Compute setzenden God of War kann die kleine Einsteiger Radeon offenbar einige ihrer Stärken ausspielen, wie durchaus auch in anderen Spielen in diesem Test. Den knappen Speicher und dessen Anbindung gilt es dabei allerdings auf sicherer Seite zu umschiffen, was nicht bei jedem Titel so einfach und intuitiv von der Hand geht wie bei dem Gott des Krieges. Also zwei recht unterschiedliche Ergebnisse. Den Rest vom Testfest findet ihr wie gesagt in unserer Beschreibung. Für eine weitaus bessere Performance und weniger Probleme sorgt die RTX 3050, über die wir euch auch noch einen ausführlicheren Testbericht als Artikel für euch liefern werden. Also haltet die Augen offen. Ein Video dazu hat der Raff ja bereits geliefert. Da könnt ihr hier reinschauen. Wer sich diesen Blockbuster bisher hat entgehen lassen, sollte das bald aufholen, denn das PCGH-Team und The Geek Freaks haben sich ein Battle vom Feinsten gegeben. Mission Impossible kann einpacken, so habt ihr unsere Redakteure noch nicht gesehen. Spoiler-Alarm! Es gibt einen Gaming-PC zu gewinnen. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserem Video. Wir verlinken es auch in der Beschreibung. Und da sind wir auch schon wieder am Ende der PCGH-News. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Lasst ein bisschen Liebe da und gebt Kritik in den Kommentaren und vergesst die Abo-Glocke nicht für folgende Videos. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche. Bye!